Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring, 100% Speedrun. Heute ist der Plan: Meteorklinge, dann Falling Beast. Falling Star Beast. Keine Ahnung, wie die Waffe heißt, ihr werdet es ja später sehen. Zu holen und damit den Run zu beenden. Bin extrem gespannt. Wir haben uns gestern den Plan so zusammengelegt. Ach krass, man muss das erst nehmen, damit man da durchkommt. Das ist auch gut zu wissen. So, da haben wir. Ah, von ihm kriege ich ja das karianische Dingsbums, ne? Auch gut zu wissen. So, kaufen. 1, 2, 3, 4. Geschick. Brauche ich nicht, ne? Stärke brauche ich auch nicht. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Das war clever. Haben wir auch. Es läuft gut. Ich will auf jeden Fall die beste. Ja, wir haben das gestern. Haben Belia und ich das ausprobiert? Das ist möglich. Mit der Meteorklinge ist das möglich. Chillig sogar. Ich brauche die Mimik auf plus 6 ungefähr. Die Meteorklinge. Und dann sollte ich das hinbekommen, ja. Ja, die Waffe macht 20% mehr Schaden. Das ist ja auch der Grund, wieso wir die Meteorklinge genommen haben, ne? Ich kenne mich mit der Meteorklinge aus, also. Das ist eigentlich schon ein guter Plan. Ja, ich auch, Skoppel. Also der Run kann richtig, richtig gut werden. Wenn ich die Falling Beast Gedöns da erstmal auf. Auf plus 9, 10 habe, ich glaube, dann kann es richtig abgehen. Und die Waffe kenne ich ja auch in- und auswendig, ne? Danke für den Lurk-Cookie. Second try! Let's go! Der Run läuft bombastisch, ich sage es euch. Das wird der Knackpunkt. Ja, safe. Ja, alle Meteorsachen, die so Gravitationszeug haben, sind besser. Können wir ganz kurz festhalten, für alle, die es auch auf YouTube sehen, Skoppel hat mir den beigebracht, ne, den Skip. Ohne Skoppel wäre das hier alles nix. War klar, dass der Run nicht ohne Probleme durchgeht, ne? Das war irgendwie klar. So, next try. Ey, was ist los? Ey, das kann doch nicht. Alter, was geht hier ab? Au, bleib da stehen! Und wehe, du bewegst dich!
Skoppel will nur das Schlechteste für mich. Aber jetzt habe ich 5 Minuten Zeit. Da kann er erst wieder Hände wegmachen. Ich hätte das safe überlebt eben. Mit der Rüstung. Das tut dann halt auch nochmal doppelt weh, ne? Mahlzeit, Lotzke. Du hast was verpasst. Du hast echt was verpasst. Mr. Stroh95. Danke für den Follow, User. Wie geht's dir? Schön, dass du dabei bist. Schnuffelhäschen. Ja, Skoppel. Ich kenne doch deine Tricks. Ich habe zweimal den Wrong Warp geschafft, bin aber zweimal gestorben, bevor ich die Gnade aktivieren konnte. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Hat richtig Spaß gemacht. Einmal wurde ich von so einem Gegner angegriffen und bin gestorben und einmal bin ich runtergefallen. Hat richtig Spaß gemacht. Hat mich richtig gefreut. Hat richtig Bock gemacht. Richtig geil. Wir sind hier denn heute so aggressiv hier? Die Schwerkraft ist passiert. Du hast aber immer so schöne Umschreibungen. Die Schwerkraft ist passiert. Dir geht's gut, Stroh? Wunderschön. Mir geht's auch schön. Mir geht's auch schön. Mir geht's auch gut. Lul. Spielen und reden. Jetzt hol ich mir noch schnell den Neuner. Bitte nicht killen. Danke. Ne, hier war der Neuner nicht. Der war unten, ne? Ey, hier überall kommen Pfeile geflogen. Oh! Hier ist der Neuner. So, und dann sind wir schon beim Götterskalpen-Duo. Yay! Ach, Lotz geschaut. Ah, der Wrongpot ist echt nicht schwer. Ja, jetzt, nachdem ich den zwangsweise C-Map geübt habe, ist er gar nicht mehr so schwer. Geht doch. So, die Rune hole ich mir noch. Die lohnt sich. Es würde Sinn machen, vielleicht auch erst die Gnade zu holen, ne? Und dann hier hinzulaufen. Irgendwie. Hier ist sie, ne? Hey, wo ist die? Hey, wo ist die Scheißleiter? Ist sie? Ah, da ist sie. Ich bin, hey, die Tür ist zu. Ach Mann. Kannst dran vorbeispringen. Den Sprung? Ich. Ich bin tot. Ich bin so oder so. Ich bin nicht tot. Ich bin einfach ein
Geisteskrank guter Spieler. Erstmal die Waffe auf. Plus 9, ne? Das muss ich als erstes machen. Barfuß in der Lava. Ja, ich habe feuersichere Füße. Du wettest bei Radon trotzdem auf Nein, ja, weil du wieder cheaten willst, du Cheater. Nee, nee, nicht Radan. Jetzt, ich mache jetzt am Margit, dann kriege ich nochmal einen Talismanbeutel. Ich könnte auch die wahre Questline schon mal starten. Dass ich hier gerade gestorben bin, das ist echt unterirdisch. Es tut mir leid, Leute. Noch ein Fünfer, ne? Ja. Es gibt auch noch einen Sechser in der Kanalisation. Fort heilt jetzt, ne? Den Fünfer in wo? Heilt ist hier unten, ne? Scheiße, das ist weit. Nach Osten. Da vorne ist doch die Heidscheiße. Jetzt noch mal ein Grab. Talismane. Es wird später der Heilige Baum Talisman plus 2 für Eldenbeast oder Feuer Talisman plus 2 für Götterskalpen du reinkommen. Alexanderscherbe, Karianisches Siegelgedöns. Dafür muss ich die Rani-Questlein eh ein bisschen machen. Lass mich durch, Alter. Das Radagon-Siegel habe ich auch noch drin, das wird später rauskommen, falls ich mir das leisten kann von den Leveln her. Ja. Erdenbaub-Talisman plus 1 kommt rein, falls ich Mog besiege. Stimmt. Ne, ne, ich nehme den plus 1er, das reicht schon. So, Belia. Au, bleib da stehen! Und wehe, du bewegst dich! Da war die Blutung. Komm! Fuck! Nicht First Cycle.
Das werden die Typen ja wohl schaffen, oder? Auch ohne mich. Ja, noch ein Schlag. Chillige Sache. Ergebnis wählen, ja, abschließen. Habt ihr ja viel gewonnen. Ihr habt gar nichts gewonnen. Weil alle auf Ja getippt haben. Aber ihr wisst halt mittlerweile, Radan habe ich drauf. Radan kann ich mittlerweile. Ich muss ja jetzt hier auch das Schwert da hinten einsammeln, ne? Darf ich nicht vergessen. Ach, warte mal, ich brauche gar nicht. Ich brauche gar nicht Tiefen von... Doch, muss ich. Scheiße, ja, vergessen. Oder gibt es auch an der Einsel... Ich bin völlig verwirrt. Gibt es an der Einsel auch 7 und 8er und 9er Geisterlilie? Muss ich das noch machen oder nicht? Bin verwirrt. Muss ich das noch machen oder nicht? Ganz schnell. Ja, keine Ahnung, wir wissen es nicht, ne? Ich habe mit Rania extra gesprochen. Ich hole das jetzt. Falls ich das später noch brauche, damit ich hier nicht nochmal hinlatschen muss. Ich hole mir unten die Gnade, dann kann ich das immer noch holen. So wird ein Ding draus. Ich hole mir nur unten die Gnade. Soll ich euch Jux jetzt einmal versuchen? Ich versuche jetzt aus Jux einmal gegen den. Vielleicht schaffe ich es ja direkt, das wäre witzig. Ich habe mich nicht geheilt, weil ich Vollidiot bin. Ja, das war geil, ne? Ich habe sogar noch einen 6er, crazy. Ich brauche Runen. Ich bin jetzt komplett lost. Was muss ich überhaupt jetzt machen? Ah ja, Ware. Nee, Leyndell. Oh. Leyndell muss ich... So, wie lange warte ich jetzt? Wie lange muss man warten immer? Was ist das denn für ein witziger Bug? Nice. Chillig.
Was ein leichter Boss. Ja, geilo. So gefällt mir das. Alter, sind das viele Level. Ich dachte echt, ihr verarscht mich wieder. Ich dachte es echt. Dachte echt, ihr verarscht mich schon wieder bei Mogwin. Ich dachte mir auch, das kann doch nicht sein, die labern Scheiße, das geht doch nicht. Das ist genau mein Playstyle. Das ist mein Playstyle. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. Der Plan hat funktioniert, Leute. Der Plan hat einfach funktioniert. Mann, ey, ich hab. Der Run ist so nah und doch so fern, ey. Ich bin so gut wie durch. Es ist echt nur diese scheiß Kleinigkeiten, die scheiß Mimik auf 10 zu kriegen. Das kann doch nicht so schwer sein. Echt nicht. Was habe ich eigentlich für krasse Buffs oben links? Richtig sauer, ich sag es euch. Bin richtig sauer. Ey, das ist der größte Endgegner. Ich weiß nicht, wie oft ich gegen den Typen schon gestorben bin. Einfach nur, weil ich an dem hier vorbeilaufen wollte. Bitte lass mich einfach nur passieren. Bitte lass mich einfach in Ruhe. Alter, Alter, Alter. Danke, Mimik. Wenn ich unter 5 Stunden bleibe, wäre das schon so ein huge improvement. Und ohne diesen ganzen Fehler könnte ich safe unter 4 Stunden kommen.
Easy Mode aktiviert. Digga, die Waffe ist Easy Mode. Das ist einfach so. Easy Mode kommt nicht gut ran. Nicht gut an. Das gibt Flame in den Comments. Ey, ich habe heute einen Run gesehen, da hat ein Typ einen No-Hit-Run gemacht. Und der hat diese Schlangenbeschwörer-Waffe genommen. Der hat mit einem Schlag 2000 Schaden gemacht. Das war auch Easy Mode. Klar, No-Hit-Run, krass, aber dann nimmt er eine Waffe, womit er 2000 Schaden macht. Also, das ist ja hier eine ganz normale Waffe und wie habe ich gestruggelt, um diese Waffe zu bekommen? Also, ne, also da lasse ich mir nichts sagen. Die werden alle weggebannt. So ein Ding ist das. Wäre ganz geil, ne? Kennt sich damit jemand aus, zufällig? Ich habe davon auch keinen Plan. Genau, kleine Notizen, die mir auch ein bisschen helfen, was ich wann wo machen muss, ne? Ich glaube schon, dass es ganz gut ist. Ich schaue mir das mal an. Vielleicht machen wir das nach dem Run mal eben. Auch nur Ahnung. Er hat alle keine Ahnung. So, und Radagon kann ich jetzt schießen, ja, sagst du, Belia. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Das heißt, direkt straight auf Radagon zulaufen, vor ihm stehen bleiben und dann L2 spam, ja? Klappt nicht. Dreck gelogen wieder vom Belier. Chill mal bitte kurz. Bin tot. Ja, Wetten mache ich nach Elden Beast. Komm, ich will Elden Beast jetzt direkt. Haha, sollte immer noch klappen. Ja, dann habe ich gerade was falsch gemacht. Da müssen wir aber auf jeden Fall auch zusammen die Splits machen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich wann wo was machen soll.
Kann mal jemand sehen, wie viel Leben der noch hat, ey? Mimik, du musst jetzt rasieren. Ich habe nichts mehr zu heilen. Doch, habe ich noch. Scheiße. Ein Schlag, bitte, bitte, ein Schlag, nein, bitte, diese Scheißattacke. Ey, der hat mich richtig hops genommen. Mann, der Run könnte vorbei sein. So sauer, Mann. Du kannst der Attacke nicht ausweichen, ne? Ja, noch weiter weg.
Mimik, geh drauf! Nicht nochmal. Nee, 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 mein Freund. Time bitte. Boah, Alter. Jetzt bin ich auf die Ingame-Stand. Wow. Auf die Ingame-Zeit bin ich gespannt, Leute. Die Ingame-Zeit, darauf kommt es jetzt an. 4 Stunden 16. Und ich schaffe safe unter 4 Stunden. Ganz safe schaffe ich über unter 4 Stunden.